Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute hier eine aktuelle Studie aus Merck's Archiv von Letnics und Coworkers geht um SARS-CoV-2 in der Umgebungslust in einem Krankenhausbereich, einem Krankenraum bei Covid-19-Patienten. Trotz regelmäßiger Lüftung mit Senkung der Luftfeuchtigkeit und einem UV-Strahler zur Keimabtötung konnten US-Forscher SARS-CoV-2 in einem Doppelzimmer in 2 und 4,8 Metern Entfernung zu den beiden Covid-19-Patienten nachweisen. Die Studienergebnisse liefern die bisher sichersten experimentellen Belege für die Übertragung von SARS-CoV-2 über Aerosole. Die Weltgesundheitsorganisation und andere Fachgremien haben lange an der Auffassung festgehalten, dass Coronaviren wie Grippeviren nur über Tröpfchen übertragen werden, obwohl es epidemiologische Hinweise auf eine Übertragung durch Aerosole gibt. Dazu gehören beispielsweise die Ausbrüche in Chören, in denen sich auch Sänger infizierten, die mehrere Meter von dem Superspreader entfernt waren. Auch die hohe Zahl von Infizierten unter dem Personal des Gesundheitswesens spricht dafür, dass Hygiene und Distanz nicht immer eine Ansteckung verhindern können. Der experimentelle Beweis stand jedoch noch aus. In früheren Untersuchungen war zwar die Virus-RNA in einiger Entfernung vom Infizierten gefunden worden. Dies beweist jedoch streng genommen nicht, dass die RNA von kompletten Viren stammt, die noch in der Lage wären, Zellen zu infizieren. Es wurde jetzt in einem Krankenzimmer gezielt nach Viren gesucht, die in Zellkulturen einen zytopathischen Effekt erzielen. Die Forscher wählten für ihre Untersuchungen ein Zweibettzimmer einer 1000-Betten-Klinik Health Chance Hospital aus, in der bereits mehr als 200 Patienten mit Covid-19 behandelt worden waren. In dem Zimmer befanden sich zwei Covid-19-Patienten, von denen einer eine aktive Atemwegsinfektion mit einem positiven Nasopharyngealabstrich auf SARS-CoV-2 hatte. Das Zimmer hatte eine Klimaanlage, die die Luft sechsmal pro Stunde austauschte. Das Gerät war mit einem Dreifachfilter versehen. Es gab einen Kondensator, der der Luft die Feuchtigkeit entzog, und einen UVC-Strahler, der vor dem Rückstrom der Luft in das Zimmer die Keime abtöten sollte. In 2 und 4,8 Metern Entfernung von dem infektiösen Patienten wurden zwei Geräte zum Auffangen von Luftproben aufgestellt. Es wurden jeweils drei Proben genommen, davon eine mit einem HEPA-Filter, der Viren zurückhält. In den Proben ohne HEPA-Filter wurden jeweils Gene von SARS-CoV-2 gefunden, die die identische Sequenz hatten wie die Viren des Patienten mit der aktiven Infektion. In den Zellkulturen kam es jeweils zu einem zytopathischen Effekt. Es wird geschätzt, dass in der Luft pro Liter 6 bis 74 Viren enthalten waren. Die Studie zeigt, dass sich in einem Krankenzimmer trotz regelmäßiger Reinigung der Luft, Virusinaktivierung mit UVC-Licht und Trockenheit Viren in der Luft befinden können, die eine Infektion auslösen können. Die Distanz von bis zu 4,8 Metern deutet darauf hin, dass die Viren nicht allein durch Tröpfchen übertragen werden. In den Kliniken kann deshalb eine Infektion durch soziale Distanzierung allein nicht vermieden werden. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation von Letnics und Coworkern.